Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Make Dark Souls 2 Great Again, meinem rein positiven Playthrough von Dark Souls 2 in der Scholar of the First Sin Edition. Liebe Freunde, ihr seht schon, heute wird ein richtig guter Teil werden in Sachen Commentary, denn ich muss mal kurz euch ein bisschen ins Bild setzen. Wir haben es jetzt gerade, ich glaube 9 Uhr morgens, wenn ich das Video jetzt hier aufnehme, denn ich habe heute mit Erschrecken festgestellt, dass ich heute nur ein Zeitfenster von 2 Stunden habe, heute am Morgen, um Videos aufzunehmen. Und natürlich dann habe ich mich für Dark Souls 2 entschieden, was keine so gute Wahl war, denn eigentlich gehen wir heute durch ein relativ schweres Areal oder zumindest sehr lore-intensives Areal und da brauche ich eigentlich alle meine Konzentrationen und genau deshalb, wenn ihr zwischendurch mal Folgendes hört, dann ist das, bin das ich, wie ich an meinem Kaffee nippe, ich brauche heute all meine Konzentration. Liebe Freunde, wir haben auch heute einen ganz raren Fall davon, dass ich jetzt gerade die letzten Kommentare zu den letzten Dark Souls 2 Videos gelesen habe und darauf in diesem Video eingehen kann. Und ein Feedback seht ihr auch schon in Form meines Charakters. Der gute Dieter hier trägt nämlich ein Outfit, das mir von einem von euch quasi empfohlen wurde, so als nettes kleines Equipment. Und ich muss sagen, das sieht wirklich richtig gut aus. Hätte ich nie so zusammengestellt persönlich. Relativ geil. Und dazu habe ich heute 2 Äxte. Und ich habe noch ein Wunder mit eingepackt, denn ich habe ein bisschen gelevelt zwischen den Teilen. Und habe mal ein bisschen meinen Willen nach oben gebracht, dass ich zum Beispiel auch die ganzen Schwarzritter-Sachen tragen kann oder zumindest, ich glaube, das Schwert vom Schwarzritter benutzen kann, denn das erfordert neben Stärke und Geschicklichkeit auch Wille. Aber, liebe Freunde, genug rumgestanden in Majula. Wir haben nämlich hier noch was zu tun, denn eigentlich waren wir beim letzten Mal ja im Schloss unterwegs. Aber, liebe Freunde, ich habe einen Dialog verpasst, beziehungsweise vergessen, einen Dialog. Und zwar ein Dialog von der guten Shalqua, denn sobald wir mit der guten Nashandra gesprochen haben, sobald wir im Schloss von Dranglake waren, gibt sie uns einen Dialog. Denn die gute Nashandra hatte ja beim letzten Mal zu uns gesagt, du such den König, also besucht Vendrick. Und wir so, ja geil, wo ist denn der? Und die gute Shalqua, universal altes Wesen, das sie ist, hat einen kleinen Hinweis für uns, wo sich denn der König aufhält. Sozusagen, und den wird sie uns jetzt gleich mal verraten. Shalqua, sei gegrüßt. Oh, it's you. What are you doing here? Have you lost your way? I believe you're in search of the king. Well, he's keeping company with the dead. Ja, die gute Shalqua sagt uns, dass der König Vendrick den Totengesellschaft leistet und damit hat sie hundertprozentig recht. Streng genommen eigentlich auch wieder nicht, denn eigentlich leistet er den Untotengesellschaft. Aber das ist jetzt Haarspalterei, sage ich jetzt einfach mal. Ansonsten hat sie, glaube ich, nichts noch zu sagen. Also ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube doch, wir haben doch den Schrein des Winters geöffnet. Eigentlich hat sie dann neue Dialoge. Wir gucken mal kurz rein, bevor wir uns wieder nach Schloss Dranglake begeben. Why do people try so hard to be beautiful? We cats are born beautiful, of course. The human ego. How many ugly iron castles has it erected? And they don't even see the folly of their ways. But that's what makes watching humankind so delightful. It reminds me of someone who lived long ago. A vainglorious liar who ended up hurling himself into the flames. Now he's Icarus Earth, if I'm not mistaken. Ja, nee, den Dialog haben wir schon gehabt, liebe Freunde, aber ich habe mir jetzt einfach mal ausspielen lassen, weil ich ihn auch relativ repräsentativ finde dafür, dass was wir heute oder was wir in den letzten Teilen so ein bisschen miterlebt haben. Nämlich die Tatsache, dass Schönheit ja auch in der Souls-Welt ja immer so eine Thematik ist. Also Miyazaki, der Chef quasi von From Software,
Der ist ja immer bei seinen Designs darauf bedacht, dass alles sehr verfallen aussieht, weil die Welt ja immer im Sterben liegt von Dark Souls, aber immer seine gewisse Würde noch beibehält. Also Miyazaki und auch alle Designer von ihm versuchen immer zu im Verfallenen, im Tod oder im Vergehen eine gewisse Würde und eine gewisse Schönheit zu suchen und zu erschaffen. Das sieht man auch in vielen, 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 vielen Designs, die sie haben. Also ganz, ganz exemplarisch ist es zum Beispiel bei Artorias, der von der Dunkelheit zerfressen wurde und dennoch eine sehr, naja, ich würde nicht sagen majestätische, aber doch sehr erhabene Art und Weise hat, sich noch einem darzubieten. Ja, klar, er ist verschlungen von der Dunkelheit, aber er hat immer noch seine Würde. Ja, dasselbe gilt übrigens auch für Fürst Wendrick, den wir in dem Spiel ja auch noch treffen werden. Also, König Wendrick, der hat auch, finde ich, immer noch seine Würde. Obwohl er, oder zumindest eine gewisse Erhabenheit, obwohl er eigentlich schon sehr verfallen ist. Und das finde ich immer ganz gut, dass From Software diesen Weg in Sachen Design auch geht. Denn er passt ja zum gesamten Stil dieser Spiele. Denn auch wenn Majula, ja, zum Beispiel hier, verfallen ist, ja, das sieht nicht schön aus, da alles so ein bisschen kaputt, so als ob es eigentlich gerade so ein bisschen behelfsmäßig zusammengezimmert wurde, hier das ganze Gebiet, aber allein schon die Tatsache, wie es beleuchtet ist, ja, wie erhaben hier dieser Stein quasi, dieses Steinmonument sich über dem herausragt, ja, wie die Sonne das ganze Gebiet hier in so ein schönes, warmes Licht taucht, ja, und im Schatten der Burg, ja, des Schlosses von Dranglake. Das hat schon was sehr Erhabenes, was sehr Kunstvolles. Okay, liebe Freunde, genug aber davon, was ich trotzdem sehr, sehr geil finde. Gehen wir zurück ins Schloss Dranglake. Und zwar, wo müssen wir da hin? Och Gott, liebe Freunde, es ist wirklich viel zu früh am Morgen, aber ich habe einfach ich habe keine andere Zeit, um was aufzunehmen. Interessant ist übrigens, sobald wir das Schloss von Dranglake erreichen, ist quasi so eine Art Voraussicht freigeschaltet worden, denn wir sehen jetzt alle weiteren Gebiete, die wir noch erkunden können und all ihre Leuchtfeuer. Also das letzte Gebiet hat zum Beispiel ein Leuchtfeuer, das hat fünf Leuchtfeuer, das hat drei Leuchtfeuer, ein Leuchtfeuer, fünf Leuchtfeuer, ein Leuchtfeuer, drei Leuchtfeuer und so weiter und so fort, ne? Seht ihr auch hier auf. Das nächste Gebiet ist halt vier Leuchtfeuer. Also das ist schon relativ cool. Ich weiß gar nicht, woher wir das haben. Vielleicht kann man das dahingehend ein bisschen sich erklären, dass wir quasi an einem der höchsten Punkte im ganzen Spiel waren. Oder vielleicht quasi ins Zentrum von Dranglake gekommen sind, das Schloss. Und dadurch quasi so eine Art Voraussicht erhalten haben auf das, was noch kommt, was uns noch bevorsteht. Ich kann es euch nicht sagen, ich finde es trotzdem ganz cool, dass man das schon so ein bisschen sieht und ein bisschen erahnen kann, wie weit man schon im Spiel gekommen ist. Was ja anhand dessen, ne, das sind ja auch hier sind auch die DLC-Gebiete dabei, schon so kann man schon sagen, wir sind schon so 60-65% im Spiel drin. Also ist schon relativ cool. So, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Liebe Freunde, denn beim letzten Mal, wie gesagt, hatten wir ja kurz vor einem Raum Halt gemacht, in dem uns ein paar Dinge erwarten, die uns ein bisschen fordern werden. Wir hatten beim letzten Mal ja eigentlich auch schon den Fahrstuhl heruntergeholt, den könnten wir jetzt eigentlich auch nach oben nehmen. Das mache ich aber noch nicht, das machen wir erst, wenn wir einmal rum sind, wenn wir quasi den kompletten Weg hier in Schloss Dranglake freigeschaltet haben. Und das werden wir ja dann heute jetzt tun. Und auf dem Weg dahin werde ich natürlich auch so ein bisschen über die Lore noch reden, aber auch über einen Kommentar, der beim letzten Mal, oder der in einem der letzten Videos, ich glaube sogar im letzten Video, im letzten Teil, komm her. Im letzten Video erörtert wurde und diskutiert wurde von euch. Und zwar Schwierigkeit in der Souls-Reihe. Also was die Souls-Reihe ausmacht. Ist es die Schwierigkeit? Ist es... Hallo? Sag mal, das kann ja nicht sein hier. Oh, ich habe nichts getroffen. Gar nichts. Das ist so geil. Nein. So.
Schwierigkeit in der Souls-Reihe. Also ist Schwierigkeit... Oh, Handschuhe, nee, habe ich schon. Ist Schwierigkeit ein Prädikat für Qualität? Also muss ein Spiel schwierig sein, damit man sagt, oder gerade muss ein Souls-Spiel schwierig sein, damit man sagt, dass es gut ist. Und das möchte ich euch heute ein bisschen mit euch noch ein bisschen erläutern. Aber zuallererst müssen wir uns diesem Kerl hier stellen. Beziehungsweise, nein, machen wir nicht. Wir gehen erstmal hier hin. Eigentlich wollte ich wirklich einfach nur heute ganz casual hier durchspielen. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass Souls-Spiele schwierig sein müssen, damit sie als qualitativ hochwertige Spiele gelten. Sondern ich finde, oh cool, geil. Ein Souls-Spiel wird nicht von seiner Schwierigkeit definiert, sondern von seiner Art und Weise, wie es den Spieler fordert. Herausforderung ist wunderbar. Aua. Heute ist wirklich der Wurm drin. Herausforderung ist wunderbar. Das ist überhaupt kein Problem. Da sagt auch keiner was zu. Aber ich finde... Oh, nein! Ihr dummen Schweine! Du bist ja, ihr Defense habt ihr hier gespielt. Ihr habt ja richtig gut Defense gespielt. Das sind ja die besten... Oh, das ist wirklich... Das wird richtig gut heute. Ich sehe das schon. Ich finde, ein Souls-Spiel wird nicht von seiner Schwierigkeit definiert, ob es gut ist oder schlecht, sondern ob es herausfordernd ist, beziehungsweise auch, wie es die Erfahrung seines Spielers gestaltet. Und ich finde... Oh Gott, ihr Schweine. Ihr seid solche Schweine. Oh nein, das war's. Oi, 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 oi. Und das, finde ich, macht Dark Souls 2 übrigens sehr, sehr gut. Und ich finde auch sowas wie... Ohne Spaß, ich verbrauche alle meine Estus-Flakone hier, halt die Klappe. Und ich finde, Dark Souls 2 macht das sogar besser als Dark Souls 1, denn Dark Souls 2 bietet eine große Anzahl an Herausforderungen, die man bei Dark Souls 1 nicht so hatte und auch nicht bei Dark Souls 2. Bei Dark Souls 2 haben sie übrigens Schwierigkeit zur Essenz ihres Spiels gemacht. Und das ist nicht sinnvoll, denn Schwierigkeit ist nie das, was die Souls-Reihe ausgemacht hat, sondern immer, wie es seine Welt präsentiert hat und wie es den Spieler darin herausgefordert hat. Ein Spiel künstlich schwer zu machen, nur damit man sagen kann, es ist geil, ist komplett der falsche Ansatz. Und auch das, was leider auch ein bisschen von den Medien so ein bisschen, also von den Gaming-Medien so ein bisschen auch gepusht wurde, durch die Tatsache, dass man immer gesagt hat, das härteste Spiel, und es ist ja, wie gesagt, heutzutage, wenn ein Spiel schwierig ist, es ist gleichzeitig ein Dark Souls-Spiel. Das sind die Wurzeln dessen, was dann da rauskommt. Oh Gott, auch jetzt noch eine Mimik. Na, herzlichen Glückwunsch, ne? Das kann ja was werden. Habe ich einen Lloyds Talisman, um mir erstmal das Item zu holen? Habe ich einen Lloyds Talisman? Ja, ich habe noch einen Lloyds Talisman. Sehr, sehr gut. Muss ich mir erstmal ausrichten. Benutze das mal. Hab ich nicht getroffen. Geil. Geile Scheiße. Dankeschön. Nodachi und... Habe ich nicht schon Nodachi? Fossilen Drachenknochen? Egal. Auf jeden Fall, liebe Freunde, ist das nicht, was Souls-Spieler auszeichnet. Und jetzt wurde beim letzten Mal kam das ja zur Sprache, weil ich da gerade die doppelten Drachenreiter gemacht habe. Und wo ich dann auch gesagt habe, wenn man weiß, was man tut, ist der Boss einfach. Und genau das ist der Punkt. Der Boss ist nicht zwangsläufig einfach, sondern nur, wenn man weiß, was man tut. Aber dann ist jeder Boss in jedem Videospiel einfach. Dann ist einer meiner Bosse, wo ich am meisten verzweifelt bin, war der Endboss im Platinum Game Vanquish. Der ist so schnell... Und so verdammt nochmal aggressiv und haut so stark rein. Man muss alle seine Fähigkeiten, die man im Spiel gelernt hat, muss man aufbringen, damit man ihn besiegen kann.
Aber wenn man genau das tut, wenn man weiß, was man zu tun hat, dann ist der Boss relativ simpel. Und genauso das verhält sich bei jedem Souls-Boss. Der namenlose König ist simpel, wenn man weiß, welche Attacken er macht, was welche Animation, welche Attacke bedeutet. Wenn man weiß, wann man genau dodgen muss, dann sieht jeder Boss einfach aus. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst Speedrunner oder beziehungsweise generell Challenge-Runner der Souls-Spiele, die Spiele durchspielen, ohne einmal getroffen zu werden. Es gibt jemanden, der hat Dark Souls 3 durchgespielt, ohne zu blocken und ohne zu rollen. Also ich meine, da sage noch einer, die Spiele seien schwer, aber wenn man die Mechaniken durchschaut hat, ist jedes Spiel einfach. Aber der erste Durchlauf oder auch der zweite Durchlauf oder auch der dritte Durchlauf eines Souls-Spiels, der ist nicht davon geprägt, wie oft man stirbt, sondern er ist davon geprägt, wie man die Welt erlebt und was für ein Gefühl die Welt oder die Gegner beim Spielen einen auslösen. Und ich finde Dark Souls... Du Schweinenase, du erwischst mich nicht. Nein, du Schweinenase, komm her. Jawohl, genau das wollte ich. Nein. Du Schweinenase, lass das. Mit deiner komischen Säure, die du spuckst. Gift und Galle spuckt er. Und genau das zeichnet die Souls-Reihe eher aus. Was für ein Gefühl. Also, Blighttown ist kein schwieriges Gebiet, wenn man weiß, was man tut. Blighttown ist aber ein Gebiet, das einen sowas von an die Grenzen seiner Nervenstrapazierfähigkeit bringt. Das ist absolut genial ist und das macht die Atmosphäre dieses Spiels aus. Okay, wir erlösen mal dieses Pferdchen, das hier die ganze Zeit schon rumrennt. Und dasselbe gilt für jeden Boss und jedes andere Gebiet. Komm, Pferdchen. Komm. Na komm. Aua. Oh Mensch, du blödes Ding. So, mal kurz. Ich glaube, ich habe dafür wirklich gerade das falsche Equipment. Aber hey, ich habe es gemacht, weil es einer von euch wollte. Von daher. So. Komm her, Pferdchen. Pferdchen. Aua. Hörst du auf damit? Ja gut, so treffen wir dich. Komm her, Pferdchen. Ich finde es übrigens interessant, dass das hier im Schloss steht. Man könnte meinen, dass das vielleicht mal das Pferd des Königs war, das von irgendwas, von der Finsternis in dieses zweiköpfige Ungetüm verwandelt wurde. Das könnte auch ein Experiment von Aldia übrigens sein. Ist einfach eine sehr schöne Lore-Sache. Aber zurück zur Schwierigkeit. Naja. Du mit deinem komischen, also Finsternis, ne? Macht ein. Logischerweise wissen wir ja. Ja, komm jetzt hier. Schön, das sollte es jetzt gewesen sein, glaube ich. Ja. Und erst lässt einen Ring fallen, der übrigens ganz geil ist, das Ding. Nämlich Gauers Schutzring, über den werden wir gleich reden. Zuerst aber nochmal zur Schwierigkeit. Und genau das finde ich eben, das zeichnet Souls-Spiele aus. Dass die Schwierigkeit nicht daher kommt, wie hart ein Gegner zuschlägt, dass man weniger Leben hat, dass man begrenzte Ressourcen hat. Denn alles das kann man haushalten. Man kann den Gegner analysieren, man kann dadurch Ressourcen sparen und dadurch das Spiel einfacher machen. Man kann sich Equipment farmen. Ich habe ja schon beim letzten Mal oder in den letzten Teilen von künstlicher Schwierigkeit gesprochen. Man erschafft sich seine Schwierigkeit selber, indem man sich selber als Soul, gerade als Souls-Veteran oder als jemand, der diese Spiele wirklich in- und auswendig kennt, indem man sich selber Hindernisse noch erschafft. Da sage ich, okay, ich spiele mit einer unupgradeten Waffe, ich spiele nur noch in Soul Level 1 und so weiter und so fort. Ich nehme keine Estus-Flakone, ich setze mich nicht an Leuchtfeuer und so weiter und so fort. Das sind alles Herausforderungen, die man sich selbst auferlegt. Man kann sich das Spiel aber sehr, sehr einfach machen, indem man farmt, indem man sich das beste Equipment für das jeweilige Gebiet bereithält. Ne? Wenn man durch Blighttown geht, nimmt man eben antitoxische Moose mit, man nimmt Giftmoose mit, man nimmt eine Fernkampfwaffe mit, man geht ganz vorsichtig durch die Gebiete und versucht die Gegner aus der Ferne auszuschalten. Und schon hat man eine ganz einfache Zeit, zum Beispiel in Blighttown. Schon hat man eine ganz einfache Zeit auch im Loch hier in Dark Souls 2, wenn man die Fackel mit dabei hat. Wenn man einfach vorsichtig spielt und einfach guckt, wo man hintritt, dann hat man eine ganz einfache Zeit eigentlich. Da muss man, wenn man hektisch da durchgeht und wenn man zulässt, dass das Gebiet einem seine Atmosphäre aufzwingt, na, denn viele Gebiete in Dark Souls, in der Souls-Reihe sind dafür designt, dass man in der Panik verfällt, dass man hektisch wird, dass man, oh Gott, ich will hier schnell durch, das ist so schlimm, aber wenn man ruhig bleibt, wenn man eben nicht
ne, und da sind wir wieder bei Gameplay, das in der Thematik mit eingewoben wird, wenn man eben nicht hektisch und erratisch wird und langsam aber sicher vielleicht seinen Verstand verliert und nicht zur Hülle wird, liebe Freunde, dann hat man ein leichtes Spiel in der Souls-Reihe. Dann hat man ein leichtes Spiel in der Souls-Reihe. War hier hinten noch ein Item? Ne, hinten war noch kein Item mehr. Dann hat man ein leichtes Spiel in der Souls-Reihe. Und dann, finde ich, ist auch ein Spiel dadurch nicht weniger spaßig. Oder ein Boss weniger interessant. Also ein Spiel lebt von den Gefühlen, die es beim Spieler auslöst. Und ein Dark Souls löst die Form von Stress aus, die aber irgendwann auch Spaß macht. Gerade wenn dieser Stress sich dann abbaut oder beziehungsweise wenn man ein großes Hindernis überwunden hat und dann eben das Gefühl hat, man hat was erreicht. Das ist das, was die Souls-Reihe ausmacht. Und natürlich kommt das auch ein bisschen von den Hindernissen, die einem das Spiel in den Weg stellt. Aber auch ich, der jetzt keine großen Probleme in diesem Playthrough hatte mit allen Gegnern, also klar, mit manchen hat man immer noch Probleme, weil sie halt einfach auch so designt sind. Aber ansonsten, ich habe immer noch ein geiles Gefühl beim Spielen. Es macht immer noch Spaß, diese Welt zu erkunden, die Lore zu entdecken, gegen die Gegner zu kämpfen, weil dieses Kampfsystem so herausfordernd ist, weil man eben sich selbst auch so ein bisschen disziplinieren muss. Und das ist, finde ich, was die Souls-Reihe ausmacht. So, liebe Freunde, genug wieder rumgestanden, aber gut, heute ist das Gameplay wirklich atemberaubend schlecht von mir. Aber egal, wir kommen zu einem Gebiet, das wir schon so ein bisschen angedacht haben. Es ist auch relativ kurz, wir haben es bald geschafft. Denn hier ist eine Tür, durch die wir gehen können. Durch die können wir nicht gehen, aber wir können noch ein Gebiet erkunden. Ich guck mal ganz schnell. So, da sehen wir einen Schmutzfuß. Und da sehen wir einen Schmutzfuß, der dann auch gleich doch lebendig wird, glaube ich. Aber das können wir uns ein bisschen vereinfachen. Dafür habe ich ja, wie gesagt, meinen Bogen dabei. Und dann können wir uns ein bisschen diese ganze Sache hier so ein bisschen vereinfachen, auch wenn er hier mit seinem Großbogen ankommt. Und mich runter... Alter, ohne Spaß. Nicht mal das gelingt mir heute. Das ist so krass. Na komm. Jawohl. Dann kann man sich das natürlich ein bisschen einfacher machen. Da sind wir wieder bei der künstlichen Schwierigkeit. Ich kann hier hin reinrennen, mich da runter droppen lassen und mir eine wirklich schwere Zeit machen. Und das hat aber nichts mit schlechtem Game Design zu tun, weil das sind ja alles Möglichkeiten, die einem das Spiel gibt. Ich trick's ja nicht das Spiel aus, dadurch, dass ich jetzt... Genau, und du wirst jetzt doch, glaube ich, auch lebendig, ne, mein Freund? So war das doch. War das nicht so? Nein, war nicht so? Hab ich mich da vertan? Doch, na klar, du wirst doch lebendig. Na genau, wusste ich's doch. Penner. Alter, ohne Spaß, hallo. Ja, schönen guten Tag. Kann ich sie bitte mal anvisieren? Dankeschön. Aua. Und ich trick's ja das Spiel nicht aus. Ich cheate ihn. Oh Gott. Hey, ohne Spaß. Ohne Spaß. Ich konnte gerade nicht rollen. Ich cheate ja nicht, liebe Freunde. Also ich benutze ja keine Cheats, sondern ich benutze die Möglichkeiten, die mir das Spiel gibt. Dadurch, finde ich, wird das Spiel nicht langweiliger, es wird nicht öder, sondern... Gerade im Gegenteil, ich habe ja als Spieler eine Mechanik herausgefunden, die mich leichter überleben lässt. Und das, ich finde, das ist eine Form von Errungenschaft und eine Form von Meistern von Herausforderungen, die ein Spiel auszeichnet. Und die ein Spiel auch für mich spaßiger macht. Wenn man das erstmal durchstiegen hat, wie ein Boss funktioniert und nicht immer wieder an derselben Attacke stirbt, dann finde ich, hat man ja eine Form von Fortschritt, die einen wirklich positiv vorantreiben lässt. Und genau das ist die Kunst des Gameplays von der Souls-Reihe, dass man weiß, okay, jetzt kommt hier dieser Gegner und ich lerne aus meinen Fehlern. Wie zum Beispiel ich jetzt, der jetzt wahrscheinlich dieselben Fehler alle nochmal machen wird, aber halt jetzt trotzdem versucht zu überleben. So, nervt nicht. Und trotzdem immer noch getroffen wird. Ich kann so gut sein, wie ich will. Ich kann so überlegt vorgehen, wie ich möchte. Es wird immer Gegner geben, die mich dann noch treffen. Das wird es einfach geben. Und genauso wie hier. Ich glaube, das Ding kommt ja nicht wieder. Achso, wir haben ja Gauers Schutzring. Den muss ich mir jetzt noch durchlesen. Aber liebe Freunde, erstmal... Nee, euch lasse ich links liegen, euch alte Ritter. Das ist mir gerade mal uninteressant. Ich muss jetzt mich an diesem komischen Gargoyle nochmal probieren. Das ist ja wirklich Wahnsinn, dass ich da gestorben bin. Naja, egal. Und ihr seht,
Also das Spiel wird ja selbst ich, der jetzt das Spiel relativ gut kennt, ja, das wird ja dadurch nicht zwangsläufig einfacher. Vor allen Dingen, wenn man selbst nicht auf der Höhe seines Skills ist, dann hat man trotzdem kein einfaches Spiel. Das Spiel verzeiht einem ja keine Fehler. Also ihr seht, Dark Souls 2 ist jetzt nicht easy peasy oder so. Genauso wie Dark Souls 3 nicht total simpel ist. Außer man weiß eben, was man tut. Man ist eben auf der Höhe seines Skills und auf der Höhe seiner Konzentration. Und das macht jedes Spiel ja aus. Also auch die alten Spiele in den 80ern oder Ende der 80er, Anfang der 90er, da war ja Schwierigkeit, kann ich den wirklich nicht treffen? Ich kann den wirklich nicht treffen, bevor er sich verwandelt. Da war ja Schwierigkeit gar kein Verkaufsgrund. Das ist ja nur, wie gesagt, in der Zeit jetzt wieder passiert durch Dark Souls, weil Dark Souls in einer Zeit erschienen ist, wo Spiele den Spieler bei der Hand genommen haben mit Lebenspunkten, die sich regeneriert haben. Sag mal, Alter, ohne Spaß. Ich konnte den gerade nicht anvisieren. Das ist ein Kack, ey. Oh Gott, ey, im Himmel. Na komm. Dankeschön. In der die Souls-Reihe Spieler an die Hand genommen hat. Ihr seht, selbst diese Attacke wusste ich nicht mehr von ihm. Diese Attacke wusste ich nicht mehr von dem Gargoyle. Habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Die Attacke. Ich weiß nur noch, dass er die Attacke hat. Das weiß ich. Und ansonsten bin ich da raus, was das angeht. Aber, und genau da ist dann auch, jetzt hätte ich ihn schlagen können. Ah, egal. Ich wette, das bestraft er jetzt. Nee, bestraft er nicht. Gut, alles klar. Puh, Schweinenase. Gut. Nee, aber genau das hätte ich ja machen können. Ich hätte genau, das machen können, dass ich mir das Spiel hier, dass ich mir das einfacher mache. Aber habe ich nicht. Habe ich jetzt, warte mal, nee, ich wollte gerade sagen. Ich habe mich so gerade nicht dümmer gemacht, als ich bin. Aber Dark Souls ist eben in einer Zeit erschienen, wo Spiele eben ein... Ach so, ihr seid hier, ihr Nasen. Ihr seht, ne, im Schloss sammelt sich vieles an, was Fürst Ventrig in seiner Armee mal aufgenommen hat. Beziehungsweise vielleicht haben auch diese Leute das Schloss übernommen. Wer weiß es, wer weiß es. Aber gut, die Alon-Ritter gehörten schon immer zu seiner... zu seiner Armee. Auch diese... Ich glaube, auch die Pyromanten gehörten ja dazu. Aber nein, Dark Souls ist eben in einer... Ach, nein. Dark Souls ist eben in einer Zeit erschienen, in der Spiele den Spieler bei der Hand genommen haben mit Schwierigkeit, die verringert wurde. Der Spieler wurde mit regeneriertem Leben, wurde er an die Hand genommen und gebabied sozusagen und haben gesagt, ach ja, du, mein lieber Spieler, Hauptsache es ist zugänglich. Wehe, das Spiel ist zu schwer, weil dann legen es die Spieler nieder. Aber das verstehe ich nicht. Also ein Spieler herausfordern war schon immer. Gerade Ende der 90er, so die Contra-Reihe zum Beispiel, ist so ein ganz tolles Beispiel dafür, dass Spiele schwierig sein können und dennoch Spaß machen. Und das, finde ich, hat Dark Souls einfach wieder aufgegriffen. Und damit aber nicht zwangsläufig irgendwas schlechter gemacht, sondern eigentlich nur alte Mechaniken wiederbelebt, die vergessen waren. Und nicht jetzt zwangsläufig einen Schwierigkeitsgrad in Spielen eingeführt, den es vorher nie gab. Also es war nicht so, oh, diese Spiele sind schwierig. Nee, das sind sie nicht. Sie sind einfach nur ein weiterer Beweis dafür, dass manchmal bei Spielen einfach mal man auch aus seinen Fehlern lernen muss. Man kann nicht einfach immer wieder denselben Fehler machen und irgendwann sagt einem das Spiel, du, willst du nicht den Schwierigkeitsgrad ändern? Du bist jetzt gerade 5-mal an dieser Stelle gestorben. Was mich ja viel mehr aufregt, dass das Spiel mir ja selbst die Herausforderung und damit die Erfahrung nehmen will. Es will sich selbst limitieren in seiner Art und Weise, wie ihn seine Schöpfer erschaffen haben, wie die Spiele-Designer erschaffen haben. Finde ich, das ist ein Rückzug, das ist ein Sachen... Das ist eine Sache, wo ich finde, wo ein Spieledesigner seine Bankrotterklärung abgibt, wo er sagt, du, ich habe dieses Spiel so designt und du musst das so schon schaffen und es ist auch so machbar, ich habe es schon so designt, dass es schaffbar ist. Und dann aber zu sagen, du bist jetzt gerade 5-mal hier gestorben hintereinander, willst du denn nicht lieber mal ein bisschen leichter haben? Das finde ich, das ist Bankrotterklärung, dann design es doch von vornherein schon anders, dass ich eben nicht 5-mal hintereinander hier sterbe. Oder design es so, dass ich aus meinen Fehlern lerne. Weil das ist ein schlechtes Spieldesign, wenn ich etwas designe und es ist nicht schaffbar. Und bei der Souls-Reihe ist es nie der Fall. Es ist immer schwer, aber es ist auch immer schaffbar. Es ist dieser berühmte Satz, es ist herausfordernd, aber nie unfair.
Okay, liebe Freunde, nach diesem absolut schlechten und wirklich hundsmiserablen Gameplay, was ich heute abgeliefert habe, gucken wir uns noch ein bisschen an, was wir eingesammelt haben. Es ist nicht besonders viel. Das Einzige, was interessant ist, ist Gaos Schutzring und Feuersturm, was wir eingesammelt haben. Zur Lore habe ich heute nicht so viel gesagt. Nee, Feuersturm haben wir sogar schon. Das heißt, ich habe es mir schon durchgelesen. Aber Gaos Schutzring noch nicht. Und den kann ich euch nämlich mal zeigen. Das ist der coole Ring hier. Der Ring gehörte dem Assassinen Gaur oder Goa, der ein halbes Dutzend Könige und mehrere hohe Geistliche gemeuchelt hat. Er verringert von hinten erlittenen Schaden. Das Leben von Assassinen steht immer auf dem Spiel und die größte Gefahr ist ein ungeschützter Rücken. Genau das ist richtig und dieser Ring ist ziemlich geil. Ich verstehe auch nicht, dass man ihn nicht in irgendeiner Form zurückgebracht hat in Dark Souls 3 oder weiß ich nicht. Denn dieser Ring ist ziemlich geil. Denn was hier passiert, ist, dass auf meinem Rücken ein ätherischer Geist mich umarmt. Das ist so, das sieht so fett aus. Ich finde, das ist einer der geilsten Effekte in der gesamten Souls-Reihe, ist dieser Ring. Dass mir hier einer am Rücken hängt, wie ein guter Freund, der sich für mich opfert, der den Schaden für mich opfert. Das Interessante ist, wenn jemand versuchen würde, mich zu backstabben, würde der Typ sogar eine Animation abspielen. Und ich finde, genau deshalb ist dieser Ring ziemlich geil. Man findet ihn, ich glaube, im ursprünglichen Spiel, glaube ich, in dem Schattenwald, also da, wo dieser ganze Nebel ist, wo ich finde, es ist ein bisschen thematisch passender, denn gerade in diesem Nebelwald sind ja diese ganzen unsichtbaren Assassinen unterwegs oder diese geisterhaften Assassinen. Und ich finde, da passt das ein bisschen besser. Auf der anderen Seite, ich meine, ein Assassine, der Könige töten will. Vielleicht hat der gute Gauer versucht, auch den guten Fürst Wendrick zu töten und ist aber vielleicht an dem Ross hier gescheitert oder an den Wachen hier gescheitert und dieses Pferd hat vielleicht, dieses dunkelheitsverzerrte Pferd, hat vielleicht seine Leiche gegessen und damit natürlich auch seinen Ring. Wir wissen es nicht, liebe Freunde. Ich liebe aber die Geschichte, dass vielleicht der gute Gauer versucht hat zu sagen, ey, ich bringe auch Fürst Wendrick um, aber leider ist er diesmal an gescheitert. Vielleicht nicht, weil was vor ihm, was hinter ihm war, ihm in den Rücken gefallen hat, sondern eben was vor ihm war, das konnte er nicht besiegen. Vielleicht eben dieses zweiköpfige Pferd oder die Ritter, die ja doch schon ziemlich hart zugehauen haben. Ihr habt es ja gesehen. Wer weiß, liebe Freunde. Man steckt nicht drin. Aber ich finde die Geschichte ganz gut. Auf der anderen Seite hätte es auch gepasst, wie gesagt, den Ring dort zu lassen, wo er im Ursprungsspiel war. Ich glaube, das war in dem Wald mit dem Nebel, weil als Assassine, na, da versteckt man sich entweder in der Dunkelheit oder eben dort, wo man schlecht sichtbar ist, wie zum Beispiel im Nebel. Aber egal, genug von Gaur und seinem Schutzring, wir gehen zurück zu unserem Steinring, der mir heute irgendwie nicht so viel gebracht hat. Und beim nächsten Mal, liebe Freunde, nehmen wir den Fahrstuhl. Quatsch. Oh Gott, ey. Ich bin wirklich, es ist einfach zu früh am Morgen. Nehmen wir den Fahrstuhl, den wir in den vorletzten Teilen ja schon freigeschaltet haben. Und werden den mal nach oben fahren, in den höchsten Turm von Schloss Drangleic und gucken mal, was sich dort verbirgt. Und darüber werden wir im nächsten Teil wahrscheinlich lang und breit reden und dann vielleicht uns auch schon zum Boss durchkämpfen, je nachdem, wie gut ich mich dabei anstelle. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn das Gameplay in diesem Teil wirklich richtig scheiße war. Aber egal, ihr seid nicht fürs Gameplay hier, sondern für Lore-Diskussionen und andere Diskussionen. Vielleicht geht's im nächsten Teil auch weiter, was die Schwierigkeit in Souls-Spielen angeht, vielleicht aber auch in einem anderen Thema. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß im Internet. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut, ich trinke jetzt erstmal noch ein bisschen Kaffee zum Wachwerden. Ciao.